Hallo, ich grüße euch. Wir wollen eine neue Sendereihe anfangen, die nennt sich Spurensuche. Und wie ihr gerade seht, stehe ich hier, Wilhelmstraße 2 bis 6, also suche die Wilhelmstraße 1. Mir ist nämlich gesagt worden, die Wilhelmstraße 1, da würde kein Kataster stehen. Das ist die Frage, steht es nicht mehr oder gibt es mehrere Wilhelmstraßen? Ich will das natürlich untersuchen. Hier im Hintergrund das SPD Willy Brandthaus. Hier ist die Wilhelmstraße 2 bis 6, da vorne drüben die Wilhelmstraße 141 und die wird nach vorne hin noch kleiner. Also das heißt, dass es nicht wie in Sachsen ist, dass die 1 und die 2 gegenüber sind, sondern es ist hier irgendwie verschoben. Da müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir mal dahinter fahren und mal gucken, ob wir die 1 noch finden. Hier ist eigentlich nur dazu zu sagen, dass die SPD mit dafür verantwortlich war, dass wir die Zustände, die wir heute haben, vorfinden. Sie haben damals die Weimarer Republik angefangen, auch sagen wir mal, die illegale Ausrufung der Weimarer Republik durch Stresemann und den linken Flügel mit zu verantworten. Sie nennen sich Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sie sind weder sozial, weil sie haben ja Hartz IV gemacht, haben ja die ganzen sozialen Gesetze, die der Kaiser ursprünglich mal erlassen hat, um so einen sozialen Wohlstand, also dass niemand in Müllkübeln wühlen muss, niemand auf der Straße wohnen oder Analphabeten, das hat der Kaiser nicht gewollt. Es gab wohl zu damaliger Zeit überhaupt kein Erfordernis, dass jemand arm wurde. Die haben alle irgendwie zu tun gehabt, haben sich alle auch nicht tot gemacht, aber die Steuerlast war eben damals maximal 14%. Und da muss man schon ein Einkommen haben wie ein König, um in diese Steuerklasse zu kommen. Und ihr wisst ja heute, dass wir heute fast 82% Steuern bezahlen müssen, wenn man an den Spitzensteuersatz rankommt. Ob die irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen werden und aus ihrem schönen Willy Brandthaus ausziehen müssen, werden wir sehen. Es wird viel davon abhängen, wie die Verweserwahl dieses Jahr läuft und wer für diesen Putsch der Weimarer Republik hier verantwortlich gemacht wird. Das müssen wir einfach abwarten. Momentan kann ich hier kein Gebäude erkennen, was so aussieht wie das Kataster. Da drüben gibt es ein Gebäude, das nennt sich Hebeltheater. Sieht ein bisschen aus der richtigen Zeit aus. Also man muss ja ein bisschen in die Zeit 1908 so muss das sein. Ne? Das Kataster wurde ja kurz vor der Jahrhundertwende in Betrieb genommen und dann 1908 war das Melderegister dann auch noch mit gegründet und waren gerade die Anfänger, so ein bisschen Überblick zu erhalten, wer ist denn überhaupt steuerpflichtig und wenn ja, wie viel. Und die einfachen Einkommensklassen haben überhaupt keine Steuern bezahlt. Das muss man einfach wissen. Wir wollen uns auf dieser Spurensuche sozusagen von diesen geschichtlichen Orten immer von A nach B bewegen und immer das auch rüberbringen, auch an geschichtlichen Hintergrundwissen, was es aus dieser Zeit zu wissen gibt. Es gibt ja auch die Sendung Willi will das wissen, also der Kaiser Wilhelm will das wissen. Also wir sind im Prinzip im Auftrag vom Kaiser Wilhelm unterwegs und wollen einfach mal rauskriegen, wie war es denn wirklich. Und das ist sozusagen der erste Punkt. Wir werden mal gucken, ob wir weiter hinten noch was finden, was in die richtige Zeit passt. Also in diese Jugendstilzeit, so 1920, die Blüte des Jugendstils. Mal gucken, ob wir ein Gebäude finden, was in die richtige Zeit passt, wo eventuell noch am Gebäude irgendwas zu erkennen ist, dass wir sagen können, ja, könnte das hier gewesen sein. Also hier nochmal, Wilhelmstraße 2 bis 6 ist die Gerade. Und auf der gegenüberliegenden Seite 141, also in die Brandhaus, passt nicht rein. Ne? Also wir fahren mal jetzt hier vor und gucken mal, was da ist. So, ich grüße euch. Ich habe jetzt die Reise mal fortgesetzt an die Wilhelmstraße und die endet hier. Wir sind also hier auf der Brücke, Reichstagsufer. Das ist hier das ARD Hauptstadtstudio. Das ist aber sicherlich nicht der Ort, wo das Reichskataster gestanden hat. Alle Gebäude, die hier aus der Zeit sind, sind jüngeren Datums. Hier drüben sieht aus wie Bundespresseamt. Alles zusammen wieder sehr laute Gegend. Scheint irgendwie hier so ein Fanshop von ARD zu sein. Für mich ist das einfach nur Besatzerbespaßung. Wer davon Fan ist, der muss einfach mal einen Ort wechseln. Weil das hat nichts mit Berichterstattung zu tun, was so läuft. Das ist einfach nur schlimm. Die Medien haben ja die Aufgabe, uns über die Wahrheiten, die in diesem Land nun mal sind, zu informieren, dass sie dieser Aufgabe nicht wahr. Nicht nachkommen ist nun mal so, aber ich hoffe mal, es ändert sich bald. Wenn ihr dem Kaiserrundfunk dann ordentlich was spendet, dann können wir natürlich hier mal eine ordentliche Berichterstattung machen.
was hier wirklich in der Mann los ist. So, wir kommen hier an der Stelle auch nicht weiter, weil die Wilhelmstraße hier irgendwie endet. Hier ist irgendwie ein Ufer. Und auf der anderen Seite ist die Luisenstraße. Das heißt, wir werden das nächste Mal nochmal in alten Karten nachgucken, wo der Straßenverlauf ist und dem dann nochmal nachgehen. Also dann nächste Woche. So, und was wir jetzt noch angucken, da wir einmal in Berlin-Mitte sind, ist also der alte Standort, wo dieser angebliche Führerbunker gestanden hat. Da gucken wir jetzt mal noch vorbei. Gucken mal, wie das heute dort aussieht. Ihr wisst ja, in dem Film, er ist wieder da, wurde da ja kurz das Stück gezeigt. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Die Atmosphäre hier ist sehr, ja, ich weiß nicht, bedrückend, miserabel. Ich weiß nicht, warum man hier sich da wohl fühlt und so Reichstagsumfeld ist alles so ein bisschen düster und bedrückend, also nicht sehr schön, würde ich sagen. Liegt vielleicht auch an der wechselvollen Geschichte dieser Ecke hier, aber ich würde hier keine 10 Minuten länger verweilen wollen, als es unbedingt nötig ist. Hier vorne kann man auch nicht durchfahren, man sieht also, dass da hier die Boller gestellt sind, überall Polizei, alles abgesperrt. Also das ist nicht so, man sagen müsste man jetzt ewig ausgehen. Haltet einfach fest, wir bleiben an der Sache dran, wir gucken nach, wo dieses Gebäude ist, aber machen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt. Da kommen wir nochmal nach Berlin und gucken uns das nochmal genau an auf alten Karten. Da haben wir da unsere Archivare, die also alles so genau prüfen und alte Karten noch haben. Und die frage ich schon einfach mal, dass sie mir da helfen. So, ansonsten gibt es hier nichts zu sehen, dass man hier seine Lebenszeit verblasen müsste. Ich würde sagen, wir packen erstmal ein und fahren an den nächsten Ort und gucken mal, was dort noch zu sehen ist. Dann tschüss erstmal. So, ich habe jetzt einfach mal ins Navi eingegeben, Wilhelmstraße 77, hat mich das hier irgendwo hierher geführt. Man kann natürlich vorne nicht parken, alles abgesperrt und sind da alle sehr nervös. Gibt eigentlich keinen Grund. Momentan ist das wohl Gedenkstätte. Wir gucken mal, wie das aussieht. Hinter mir ist dieses Denkmal, was wir da hinter den Plätzen hingestellt haben. Ich kann damit nichts anfangen. Ich wäre bloß dafür, wenn wir solche Denkmäler machen, müssten wir vor Rheinwiesenlager auch eins haben. Vermutlich müsste das dann im gleichen Verhältnis sein. Also wenn das hier die Opferzahl ist von der Größe, müsste das Rheinwiesenlager erheblich größer sein. Auch das Gedenkmahnmal für die Toten von Dresden und Chemnitz und Kiel und was da alles hier im Feuersturm absichtlich umgebracht worden ist. Das müsste man alles mit Denkmalen im richtigen Verhältnis machen. Dann habe ich damit auch kein Problem. Die Lagerumstände waren natürlich durch Krankheit und kein Essen und so, sind das natürlich Opfer. Aber die haben wir in jedem Krieg, ja, dass es dann eine Essensversorgung, eine Mangelversorgung gibt, Seuchen und was weiß ich, dass dann natürlich Tote entstehen. Aber man muss natürlich sagen, in den Streitkräften sind natürlich auch viele durch Seuchen und Grabenfuß und die ganzen Sachen umgekommen. Und das sind eben diese Opfer, die eben nicht direkt durch die Kriegshandlungen gekommen sind. Ja. Das ist im Ersten Weltkrieg hauptsächlich der Grabenfuß gewesen, also wo die Leute dann im Schützengraben gestanden haben und dann denen die Füße weggefault sind, weil sie eben dort die Stellung halten mussten. Und irgendwann hat man dann gesagt, man muss dieses Theater beenden, hier bewegt sich nichts mehr, keiner kann aus der Deckung des anderen raus. Und hinterher hat man dann mit den entsprechenden Verträgen dann die Verträge gefälscht und dann Deutschland die Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg zugeschoben, obwohl die nicht real ist, sondern einfach nur durch Betrug entstanden ist. Deutschland war nur Bündnispartner von Österreich-Ungarn, wisst ihr ja. Habe ich ja schon x-mal erklärt. Österreich, Ungarn und Serbien müssen sich über den Friedensvertrag einigen. Allerdings müsste natürlich Österreich, die österreichische Monarchie, das machen. Nicht die Regierung, die jetzt hier Österreich besetzt hält. Ja, die österreichische Monarchie müsste sagen, okay, wir sehen uns mit der serbischen Monarchie aus und beenden den Ersten Weltkrieg. Ihr wisst ja, dass die Beendigung des Ersten Weltkriegs durch Deutschland nicht passieren kann. Gibt eine kaiserliche Verfügung in die Form der Auflassung. Und das hat ja damit was zu tun, wenn also das Kriegsende erklärt wird, kann ja dann erst wieder der Staat handlungsfähig sein und das Kataster wird geschrieben werden und alles, was dazwischen ist, ist im Prinzip wie Dornröschenschlaf. Ne? Also wir hatten also 100 Jahre lang in dem Sinne kein Wirken des Staates. Die letzte Möglichkeit, dass der Staat irgendwas gemacht hat, war der 27.10.1918, 23:59 Sekunden. Mikrosekunden und Millisekunden gibt es nicht in der Juristerei. Und 28.10.1918, 0 Uhr, ist Putsch, da ja an diesem Tag
der Kaiser im Prinzip zur Abdankung genötigt wurde. Er hat selber nicht abgedankt und die zwei Abdankungsurkunden sind eine Fälschung. Wisst ihr alle, das habe ich schon x-mal erklärt. Wir haben also den Betrug. In dem Folge gab es auch keinen Machtübergang an, an den Reichstag. Die haben also sich selber ermächtigt, das zu machen. Die SPD ist da vorne weggeschritten, hat einfach gemacht und getan. Und Schlesemann hat dann hier die Republik ausgerufen. Und das ist natürlich eine Putschregierung, ganz klar. Und wer sich an so einem Putsch beteiligt, der hat Beihilfe zum Hochverrat geleistet. Und dass die Leute darauf stolz sind, kann ich nicht ganz verstehen, weil die Bestrafung kommt ja noch. Ne? Also das kommt ja noch. So, und jetzt ist die Frage, wer ist eben Rechtsnachfolger der Putschregierung? Und das müssen wir eben alles erstmal rausfinden. Ne? Wir müssen uns da immer rantasten und Schritt für Schritt das alles angucken und bewerten und eben jeden Stein umdrehen, ob da hinter dem Stein irgendeine Kröte ist. Und das wird eine Aufgabe, die wird wahrscheinlich noch Generationen beschäftigen werden. Wir sind jetzt erstmal auf einer Spurensuche und gucken uns erstmal an, wie sieht denn heute dieser ehemalige Führungsbunker auf? Was sind da für Gedenktafeln da? Und dann gucken wir dort mal nach. Ne? Gut, da bewege ich mich jetzt mal und guck mal dort, wo das ist. Ja, ich habe jetzt, ich denke mal, die Stelle gefunden. Nach einiger Sucherei gibt es hier eine Tafel mit so einem Übersichtsplan, wie das also hier bis 1945 ausgesehen hat. Zu sehen ist dann nicht mal viel, ob das geschichtlich alles so haltbar ist, was hier dran steht. Weiß ich nicht, es ist zumindest der Anhaltspunkt, dass das hier gewesen ist. Man muss jetzt darüber nachdenken, ob man das nicht unbedingt nachverfolgen muss. Die Stimmung an sich ist etwas besser als an den anderen Stellen, wo ich heute war. Aber ja, es ist nichts, was mich mit der Zeit verbindet. Ich denke, wir sind auf den Spuren des Kaiserreichs, weniger dessen, was ja 1945 passiert ist. Denn Hitler war ja auch nur der Besatzer des Staates. Er hat ja die Befähigung zum Auswärtigen des Gesetzes bis Sommer 1941 ja nicht erhalten. Und wenn er die nicht erhalten hat, kann er also auch keine Gesetze ausfertigen. Und die interessanten Gesetze für die Staatsangehörigkeit sind ja alle vor 1941 passiert. Und bis 1941 hatte der Kaiser die Regierungsgewalt nicht an Hitler übergeben. Also im Prinzip ist ja nichts anderes zu finden als ein paar Souvenirshops und ein paar Segway-Fahrer, die hier da so machen, eine riesen Armada von Fahrradfahrern. Also sozusagen der typische Tourismusbetrieb, der irgendwie versucht, nach dieser Zeit Kapital zu schlagen. Ich denke, dass es nichts bringt, dass wir uns da in diese Zeit zurückbewegen. Wir müssen dort die Spurensuche machen, wo wir im Kaiserreich landen. Und das ist definitiv die falsche Zeit. So. Ich bin gerade angekommen in Spinnerbrücke, das ist in Grunewald. Ich habe das irgendwie dann nicht mehr ausgehalten. Also in der Nähe vom Reichstag ist die Stimmung total am Boden. Ich sage immer dazu, das ist der Tempel der Lüge und da kann man sich nicht wohlfühlen. Hier ist es richtig schön. Im Hintergrund sehen wir ja, sind Motorradfreaks, sind Motorradtage heute. Also draußen kann man nicht drehen. Deswegen bin ich heute mal reingegangen in die schöne Gaststätte. Hier, das ist das, was mir gefällt, wo sie eine gute Stimmung aufbauen kann. Und ich denke mal, wenn der Kaiser unter uns wäre, er hätte sicherlich ein großes Motorrad, die würde ja mitfahren, er hätte da auch viel Spaß. Die alten Sachen nachgraben, die wir 1945 hier erleben müssen, das muss nicht sein. Ich denke mal, der Anknüpfungspunkt ist das staatliche Recht, staatliche deutsche Recht. 1918, SDR 1918 genannt, also genau 27.10.1918, 23.59, 59 Sekunden. Da sind wir auf der richtigen, sicheren Seite. Und dann können wir auch Spaß haben, dann können wir auch die Zeit, die es damals gut war, in unserer Zeit holen, mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, mit HD und tollen Essen und auch gesunden Essen und mehr Wissen über Essen. Und da können wir auch viel voneinander lernen. Ich werde die kurze Städte-Kurzreise mal beenden. Heute Abend ist Live-Sendung, 20 Uhr wieder bei kaiserrundfunk.com. Ich werde mal sehen, ob ich die paar Videos jetzt noch hochladen kann. Schneiden kann ich sie nicht mehr. Es wird wahrscheinlich dann so gegen 18 Uhr das Video dann noch hochgeladen. Da können wir schon mal gucken. 20 Uhr geht's los. Wie gesagt, ich habe noch eine weitere Anfahrt. Wir sind jetzt in Berlin. Ich muss noch mal nach Thüringen. Wir haben dort noch ein paar Baustellen aufräumen. Am Montag sind wir dann in neuen Baustelle, werden also dort dann Toiletten und Duschen bauen.
Aber das werdet ihr dann hören. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann heute Abend 20 Uhr bei Kaiser Anruf. Danke.